diese Ausstellung heißt Movements, Bewegung. Und das beschäftigt damit, wie man Bewegung in verschiedene Wegen verstehen kann. Als physisches Bewegung, Bewegung im Raum, aber auch als innere Bewegung und soziale, politische Bewegung. Hier im Raum gibt es vier Plakaten, die man mitnehmen kann, auch als Besucher. Und da... hier im Raum gibt es vier Plakaten, die man als Besucher mitnehmen kann und mit nach Hause nehmen kann. Und die sieht man hier im Hintergrund auf der Wand. Und dort drauf sind diese fast abstrakte Formen gezeichnet, wie Choreografien vielleicht, wie man sich in den Raum bewegen kann. Und die sind zusammen mit kleinen Textstücke, Zitaten von verschiedenen Texten, die sich auch mit diesen verschiedenen Ideen von Bewegung beschäftigt. Das Gleiche kann man sagen über die ganze... Das Raum ist ja so wie ein bisschen wie eine Szenografie aufgebaut, die man als Besucher reingehen, wo man als Besucher reingehen kann. Und dann wird man selbst Teil von dieser Szenografie von Leuten. Und die verschiedenen Leute sind dann meistens Künstler und Schriftsteller, die für mich wichtig sind. Das sind aber auch einfach Figuren, die man so sehen kann, wie sie sich in den Raum und miteinander umgehen. Ein Beispiel wäre hier Yvonne Rainer, amerikanische Performance-Künstlerin. Sie ist jemand, die sich sehr mit dem physischen Raum beschäftigt und den Beziehungen zwischen Menschen in Räumen. Ich habe dann sie auch so ein T-Shirt gegeben. Das ist ein Remake von einem alten T-Shirt von Frankie Goes to Hollywood von so früh 80er Jahren. Und das hat ja so ein ganz starkes politisches Statement dran. Und Frankie Goes to Hollywood hatte diesen T-Shirt, die so halb Werbe für den Band war, halb Mode und dann auch mit sehr politischem Statement. Und ich finde diesen Zwischenstelle zwischen diesen verschiedenen Wegen zu arbeiten interessant. Und das Gleiche kann man eigentlich sagen mit dem ganzen Raum. Es geht immer darüber, wie man das, diese Idee von soziale, politische, kulturelle Bewegung verstehen kann. Ich würde gerne sagen, vielleicht hier geht es eine Arbeit. Das heißt Band Pullover, so verbotene Pulli. Und das beschäftigt sich dann auch damit, wie es gibt mehr und mehr Regeln, wie man sich als Privatperson im öffentlichen Raum bewegen kann. Und jetzt ist ja also in Österreich, aber auch in Dänemark, von wo ich herkomme, ist verboten geworden, sein Gesicht zu verstecken. Und das hat ja so ganz deutliche politische Gründe dafür, sagen wir es so. Und das hier stellt auch dann in Frage, was heißt es eigentlich, wenn man dann so Leute sagen, was dürfen sie und nicht, dürfen sie nicht in den öffentlichen Raum tragen. Und hier habe ich dann so ein ganz gewöhnliches Stück von Kleidung, wird dann illegal, wenn man es in den falschen Weg tragen würde. Und das ist für mich so ein Kommentar an diesen, für mich, Wahnsinn, wenn man so viel kontrollieren will, um eigentlich eine kleine Gruppe von Leuten zu, reichen, würde ich nichts sagen, aber die Zielgruppe ist ja ganz deutlich bestimmte Personen und das, also mit diesen Politik ist das ein Kommentar darauf, den Wahnsinn in diesen Umgangsformen mit anderen Leuten und anderen Kulturen.
Können Sie mal kurz was zum Freud sagen? Ja, wollen wir hingehen? Also ich habe dann auch eine Arbeit hier. Das beschäftigt sich eigentlich sehr direkt damit, den, Unterschied zwischen inner und außer Bewegung. Und ich habe eine Figur hier mit Sigmund Freud, und der ist ja ganz deutlich ein Symbol für jemanden, der sich so mit den Innern beschäftigt hat. Aber ich habe da dann so ein Running Jacket habe ich da gegeben. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie man mit Collage, und ich arbeite eigentlich immer mit Collage, entweder in Raum oder auch auf Papier oder Plakaten, in ganz verschiedenen Wegen, aber immer mit gefundenes Bildmaterial. Und was ich interessant finde, ist, wie man mit ganz wenigen Elementen, wie hier zwei Elementen, Freud und diesen Jacke, kann man so Aussagen machen, die nicht länger deutlich sind. Und das ist für mich interessant, wenn es sehr ambivalent wird und widersprüchlich auch am gleichen Zeit. So ein ganz physisches, aktives Form für Bewegung, die Jogging, und der Freud, der so die Innerbewegung dafür, wo der steht. Und normalerweise verbindet man vielleicht nicht Sigmund Freud so sehr mit dem so Aktivleben in diesem Sinne. Und für mich ist es aber auch ein Kommentar darauf, wie diesen Rennern kann auch oft so fast moralisch sein. Also wenn du nicht rennst, dann bist du nicht so ein gutes moralisches Mensch. Man muss sich fit halten und alles sowas. Und da ist es vielleicht auch ein Kommentar daran, dass vielleicht läuft man dann eigentlich weg von was anderes, also in Freuds Sinne, den Angst von älter zu werden und den Angst von Tod. Und ich soll sagen, ich laufe selbst sehr gern. So, das ist auch ein Kommentar an ich und nicht nur an andere Leute.